So, na, dann können wir ins Gefecht. Also eins mit dem und dann muss ich mit dem KV-1 SA noch ein Gefecht machen, dann haben die auch zwei Gefechte. So. Gucken, wo ich damit hinfahre. 5-4er Gefecht, eigentlich keine schlechte Sache, ne? Oh, der dreht aber gut. Die Dings hier rausfahren. Aber da drin oder wer ist das? Ist die Matilda noch da? Cobra Commander, okay. Na. Mist, ey.
Wäre ich lieber vorne an die Ecke gefahren. Wie ich das eigentlich sonst mache. Hier hinten rumzufahren ist einfach irgendwie doof. Ja, auf C3 da, an der Hausecke, da wo der 4F2 jetzt steht, der da vorne an der Schuttecke. Kann man viel besser spielen eigentlich, auch mit dem TD. Hier hinten rum zu geistern ist irgendwie richtig doof. Naja. Naja, trifft nichts mit dem Excelsior. Der 4F2 dahinter ist echt fies, ne? Hier, hinter dem Wagen. Da muss der T6 Medium auch nicht so richtig. Daher. Der hat 3 Gunmarks da drauf. Excelsior. Trauen sie alle nicht ran, ne? Dann bekommt er irgendwann der M10 RBFM irgendwann. Der kann von da auch nicht viel machen. Ja. Wir verlieren als erstes die Geduld.
versucht er nicht irgendwie mal was, ich weiß es nicht, ich meine, okay, das kann eine Weile dauern, aber Geduld, jetzt kommt der M10 hinterher rum. Okay, den hat er wenigstens erwischt. Das hätte auch Schnitt sofort haben können, Leute. Das hätten wir auch schneller haben können. Oh Mann, oh Mann. Hat er keine Premium-Munition drin gehabt mehr oder wie? Ach ja. Ich hab's vergessen. Schade eigentlich. Ja. Egal. Läuft nicht. Also läuft die ganze letzte Zeit schon nicht. Deshalb ist es auch egal. Aber ist irgendwie dann trotzdem manchmal ein bisschen blöd, ne? Sondern nicht so richtig Lust hast, kriegst mehr oder so. Das Problem ist, bei den Clan-Aufträgen komme ich nur weiter, wenn ich gewinne. Ja, ich kann... Na gut, dann fahre ich den anderen. Okay. Hatte ich denn jetzt wieder was zum Erforschen? 1348. Ja. Okay, dann nehmen wir den als nächstes. Den haben wir auch noch nie gewonnen, ne? Da ein Gefecht gefahren ist, ja klar, wenn man das dann... Alles nicht so schlimm. So, ich gucke gerade mal die Werte. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas hin... Minus 5 ist, ja. Was habe ich? Durchschlag 120. Ach, der hat... CR 150. Naja. Wie lange braucht ihr zum Nachladen? 36, 23. Ja, okay. Ja, dann versuchen wir uns mal ein Gefecht. Siebener Gefecht, ganz große Klasse. KV-1S, was ist denn da auch noch ein KV-1SA? Okay, klar, wenn die jetzt häufiger gefahren, weil viele die jetzt auch zum ersten Mal kriegen. Ich habe die jetzt zwar schon ein Jahr, aber deshalb habe ich auch schon ein Gefecht gefahren. So richtig ideal ist das nicht, ne? Hier, für mich. Vier Schuss sind das.
Ja, ich krieg die Art, die schaut hier rein, ne? Type 58 hin. Mist. Weg. Na gut, sieht schon mal nicht schlecht aus, oder? Boah. Was hat der denn für ein Alpha 163? Ja, der hat. Ich hab den leider. Der war immer viel schneller als ich beim Zielen. Da raus und rein, bis ich dann treffen konnte. Vorsichtig vorfahren. Das nur noch der Ziel. Ja, okay, dann die Arti. Wo steckt die eigentlich, die blöde Arti? Gewonnen! Schon mal was. 462 ist jetzt nicht gerade viel, ne? Aber als Low-Tier, als 5er gegen 7er. Und das kannst du mal sehen. Das, okay. Wieder was anwenden hier. Ja. So, dann haben wir wieder zwei Gefechte. Jetzt haben wir wenigstens mal eins gewonnen. Hier sind die 50-50, aber okay. Der muss dann weiter geforscht werden, das ist klar. Ja. Ich sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge, ne?